Ende sind es Ronnie O'Sullivan und John Higgins, die um den Titel kämpfen. Und nicht zu vergessen die Siegprämie in Höhe von 125.000 Pfund. Die besseren Karten hat natürlich John Higgins, nachdem er 6 der 8 Frames am Nachmittag gewonnen hat. He's a two-time Master Champion, a three-time UK Champion and a four-time Champion of the World. The Wizard of Wishaw, John Higgins! 30 Ranglistentitel hat er bereits geholt. Folgt heute Titel Nummer 31, einen Titel, den er bisher noch nie gewonnen hat, John Higgins. Mit 37 Titeln ist er bereits Rekordinhaber bei Weltranglistenturnieren. Diese Titel hat er schon 2018 und 2019 gewonnen. Sind aller guten Dinge heute für ihn drei, Ronnie O'Sullivan. So, und damit geht's weiter. Geht es in die Entscheidung hier im Finale der Players Championship im Duell dieser beiden Snooker-Giganten. Frame Nummer 9, der erste Frame des Abends, der 9. Frame insgesamt in diesem Duell. Ronnie O'Sullivan stößt an 2-6. Das ist natürlich eine schwere Hypothek, ein klarer Rückstand. Es geht bis 10, aber unmöglich ist das nicht. Vor allem nicht für einen Ronnie O'Sullivan. Und das weiß auch John Higgins. Der weiß ganz genau, dass er bisher noch nichts gewonnen hat. Diese Schwächen, die der Schotte am Ende der ersten Session gezeigt hat, die muss er wieder ausnehmen. Er muss wieder seine Safeties absolut auf den Punkt bringen. Dann hat er okay. Now it's live. Oh, it goes to 10. Now Higgins get 6 and Sullivan get 2. That is by 10. Yeah. Ronnie O'Sullivan, dem wird es natürlich enorm Auftrieb gegeben haben. Und ja, auch für sein Selbstbewusstsein wird es Gold wert gewesen sein, dass er die erste Session mit dieser 144 beendet hat. Den höchsten Break überhaupt bisher bei dieser Players Championship. Ja, aber diese Safety war, um es mal vorsichtig zu formulieren, suboptimal. Beide durchaus unter Druck. Ronnie O'Sullivan, 4. Saisonfinale, aber bisher noch ohne Titel in dieser Saison. John Higgins, dessen letzter Titel, datiert aus dem Jahre 2018, vor ziemlich genau 3 Jahren. Da hat er die Welsh Open gewonnen. Seitdem hat es keinen Pokal für den Schotten mehr gegeben.
der erste Versuch heute Abend, einen langen Ball zu lochen. Also da sollte man noch nichts reininterpretieren. Aber es ist die erste echte Chance für Ronnie O'Sullivan. Beide wissen natürlich, wie wertvoll ein guter Start in dieser Abendsession wäre. Der Locherfolg, 91% bei Higgins, ein exzellenter Wert. Ronnie O'Sullivan, 77%. Aber den hat er sich natürlich vor allem in den ersten 5 Frames versaut, als er keine 40% hatte. Ein etwas wackeliger Start in diese Session. Aber das war zu Beginn des Matches auch nicht anders. Der erste Frame des Nachmittags, der war auch ziemlich zerfahren. Das Bild jetzt natürlich auf den Tisch schon ziemlich durcheinander geraten. Rudolf Sullivan hat es da geschafft, Pink und Schwarz mal aus dem Gewurstel rauszuholen. Aber die Roten liegen zumindest mal unkonventionell. Braun blockiert Blau und umgekehrt. Beide kennen sich natürlich bestens. Die Bilanz haben wir eben Ihnen gezeigt, aber das ist ja nur die halbe Geschichte. Die haben ja schon als Junioren gegeneinander gespielt, kennen sich aus den Zeiten schon. Beide 1992 Profi geworden. Oh, oh, oh. Da war mehr drin. Das sind so Fehler, wie sie Ronnie O'Sullivan auch in der ersten Session unterlaufen sind. Und da war John Higgins zumindest über weite Strecken in der Lage, dann sozusagen die Bruchstücke, die da lagen, aufzusammeln. Beide schätzen sich gegenseitig sehr, beide haben auch den größten Respekt voreinander und beide zollen dem jeweils anderen auch große Anerkennung für das, was er jeweils erreicht hat in diesem Sport. So was kann natürlich auch zu einer zusätzlichen Belastung werden. Nicht nur die eine rote gelocht, sondern die andere rote auch weggedrückt. Und nun ist der Spot von Schwarz frei. Und Schwarz ist zumindest jetzt in die Ecktasche unten links, eventuell auch unten rechts lochbar.
Oh, 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 das war ein Routineball, den er da verschossen hat. Auch wenn er die Hand da auf der Bande auflegen musste, das war eigentlich keine besondere Schwierigkeit. Da hat er so ein bisschen den Fokus vom Lochen weggenommen. No, take other thing, but not my thing. Hat mehr im Auge gehabt, die Stellung auf die nächste rote. Aber die hat jetzt auch nicht geklappt, was für ihn allerdings von Vorteil ist. Da hat John Higgins noch Glück gehabt, dass er da keine bessere Chance für O'Sullivan hat liegen lassen. Hätte er sich nicht beschweren können, wenn der ihm jetzt ein Break um die Ohren geschossen hätte. Schwarz eben, das war schlecht gespielt. Die Rote dafür umso besser. Und er kommt jetzt auch wieder an Schwarz ran. Auf Gelb hatte er sehr gerade gestellt und deswegen kam er hier nicht näher mit dem Spielball an die nächste Rote ran. Gelöst. Bei diesem Bild auf dem Tisch mit den vier Roten unten auch an der Bande mit Blau und Braun, die sich gegenseitig blockieren, das sind dann natürlich auch 40, 50 Punkte Vorsprung. Schon sehr viel wert. Und
Ronnie O'Sullivan, muss ich sagen, geht das schon wieder los. Aber er hatte ja durchaus seine Chancen. Einmal wurden nur 4 Punkte draus, einmal gar nichts. They go to 10. Yeah. 55 Punkte Vorsprung. Die nächste rote ist also der Frameball. I mean, one round when they play is normally 15. If Sunban he finished in 13 minutes. This table, he already 17 minutes. Oh, okay. Das Break ist vorbei, aber der Frame auch. John Higgins holt sich den ersten Frame des Abends, baut sofort seine Führung aus auf 7-2. 7-2.